Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. So, wir haben heute den zweiten Raum in der Magierschule besichtigt und zusätzlich noch einen Kobold ausgespielt. Dann werden wir mal in den Lehrzimmer gehen und den Direktor kennenlernen. Direktor Bloch? Ah, Professor Wetterquarz. Da sind Sie ja endlich. Ich habe einige Aufgaben für Sie. Okay. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich will offen sein, Professor Wetterquarz. Sie haben ein Magier-Diplom, haben aber nicht die erforderlichen Prüfungen abgelegt, um als Lehrer arbeiten zu können. Beglaubigte Zeugnisse? Eine schriftliche Bewerbung? Nichts. Sie sind nur auf Empfehlung des Erzmagiers hier. Das stimmt, aber es gibt nun einmal einen Magiermangel und jeder muss sein Bestes tun, um... Sein Bestes tun ist schön und gut. Es ersetzt aber nicht die formelle und eigentlich obligatorische Ausbildung zum Lehrkörper für höhere Magie. Okay. Wenn der Erzmagier mir vertraut, dann können Sie das auch. Aber Erzmagier Alistair traut mir zu, hier an der Schule zu unterrichten. Nun ja, Magier haben einen wohlbekannten Hang zum Chaos. Ich versuche noch immer, mir einen Überblick zu verschaffen. Die Aktenführung in dieser Schule spottet jeder Beschreibung. Ratsvorsitzende Van Buren will diese Lehranstalt neu organisieren und endlich Struktur in die Sache bringen. Ich unterstütze sie voll und ganz in diesem Ziel. Das korrekte Führen der Schulakten muss wieder die vornehmliche Aufgabe des Lehrkörpers werden. Nur so ist eine effiziente Kontrolle des Lernfortschritts und der Lernmethoden möglich. Bäh, typisch Bürokrat. So, den Schülern hat meine erste Schulstunde gefallen. Ich habe vielleicht keine formelle Lehrerausbildung, aber ich habe meine Schüler in der ersten Stunde begeistert. Ich habe gezaubert und man konnte richtig sehen, wie der Funke übergesprungen ist. Nicht wörtlich natürlich. Es war kein Feuerzauber oder sowas. Sie haben gezaubert? Ja, und jetzt wollen Sie das auch können. Sie wollen es lernen. Laut meinen Aufzeichnungen stand Geschichte der Zauberei auf dem Lehrplan. Ja schon, aber... Professor Wetterquarz, es ist für den Lehrerfolg von entscheidender Bedeutung, den Schülern feste Strukturen zu bieten und sich exakt an den Lehrplan zu halten. Ja, aber die Schüler... Hätten sie eine ordnungsgemäße Ausbildung genossen, wäre ihnen das bekannt. Ich werde diese Verfehlung in Ihrer Akte vermerken. Und zukünftig haben Sie sich an den Lehrplan zu halten, werter Kollege. Boah, der Typ hat ja einen Stock im Arsch. Welche Aufgaben haben Sie für mich? Sie haben vorhin Aufgaben erwähnt, Herr Direktor. Richtig. Ich habe zwei Aufgaben für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, soll morgen früh die Schule vom Erzmagier offiziell eingeweiht werden. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden anwesend sein und wie Sie unschwer sehen können, befindet sich die Schule in keinem angemessenen Zustand. Ratsvorsitzende Van Buren hat einen Hausmeister eingestellt, doch er kann die Arbeit alleine nicht schaffen. Helfen Sie ihm bis morgen, den Boden in der Eingangshalle zu reinigen und die Spinnweben zu entfernen. Null Problemo. Ich soll putzen, das ist doch wohl kaum die Aufgabe eines Lehrers. Ich soll die Eingangshalle fegen und von Spinnweben befreien? Ist das wirklich meine Aufgabe als Lehrer? Ja, allerdings. Eine Schule ist eine Teamaufgabe, also müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie gesagt hätten, ich solle die Flugkobolde loswerden, hätte ich das ja noch verstanden. Welche Flugkobolde? Wenn hier magisches Ungeziefer herumschwirrt, muss es entfernt werden. Kümmern Sie sich darum, Wetterquarz. Boden, Spinnweben, Flugkobolde. Bringen Sie das in Ordnung. Eieiei. Ja, wir haben ja schon angefangen damit. Und was ist die zweite Aufgabe neben den Aufräumarbeiten? Abgesehen vom Aufräumen, was gibt es noch zu tun? Die Inventur hat ergeben, dass diverses Schuleigentum abhanden gekommen ist. Unter anderem die Schulbibliothek. Ein Raum fehlt? Korrekt. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und er bestätigte mir, dass es den Raum früher gab. Er weiß nicht, wo der Raum jetzt ist. Sprach davon, dass er sich vielleicht verstecke oder gerade auf Reisen sei.
Ich finde das ungehörig. Ich will diesen Raum. Wir sind eine Schule und brauchen eine Bibliothek. Das finde ich auch. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind der Magier. Boah, schon einen ganzen Raum finden, okay. Sie unterstützen die Ratsvorsitzende, oder? Ratsvorsitzende. Sie unterstützen die Ratsvorsitzende bei der Wahl, oder? In der Tat. Wir müssen schnellstmöglich einen umfangreichen Beamtenapparat aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln. Dafür erscheint mir die Ratsvorsitzende die logischere Wahl als ein Magier. Aber keine Angst, Wetterquarz. Ich halte Ihnen Ihre politische Naivität nicht vor. Als Schuldirektor bin ich neutral und handle stets nach den Regeln der Schule. So ist richtig. Und in der Schule ist politische Einflussnahme verboten. Erzählen Sie das mal der Ratsvorsitzenden von Buren. Was ist das? Eine der Wahlkampfbroschüren, die Ratsvorsitzende in meinem Klassenraum ausgelegt hat. Ich werde mich darum kümmern. Sie verlangen sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis morgen früh schaffen kann. Bis morgen früh? Sie haben bis 72 Uhr Zeit. 72 Uhr? Was ist das für Uhrzeit? Ich habe mein eigenes metrisches System der Zeitmessung entwickelt. Ein Tag hat 100 Stunden, die aus 100 Minuten a 100 Sekunden bestehen. Alles andere ist zu verwirrend. Dann habe ich noch nicht einmal bis morgen früh Zeit? Für einen ordnungsgemäß diplomierten Lehrer stellt es kein Problem dar, auch mal das Unmögliche zu schaffen. Oder soll ich in Ihrer Akte vermerken, dass Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben nicht gewachsen fühlen? Nein, ich werde es schaffen. Wir schaffen alles. Sehr gut. Danach können Sie Feierabend machen und den morgigen Schultag vorbereiten. Die Sache ist klar. Direktor Bloch will mich scheitern sehen. Aber erstens werde ich den Erzmagier nicht enttäuschen. Zweitens mag ich diese Schule. Und eine Schulbibliothek wäre toll für die Schüler. Und drittens gibt mir die Arbeit für den Direktor die perfekte Gelegenheit, die Augen für Remy offen zu halten. Ja, so ist es richtig. Was haben wir denn hier? Durchsuch den Aktenschrank. Was? So, A bis E. Albert Allardyce, oh, der. Allardyce, Albert. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viele Einträge wegen unangebrachter Zwischenrufe und Fragen. Und was ist das? Da fehlen uns jetzt eigentlich nur noch drei Seiten. So, Axel A. Aronson. Axel A. Aronson. Axel kann seine Schulgebühren nicht mehr bezahlen, da er sein ganzes Geld zwielichtigen Spielemachern anvertraut. Deepwood. Beaveris Deepwood. Beaveris versuchte, Holz in Gold zu verwandeln. Am Ende kam Mahagoni heraus, das er wiederum für viel Gold verkaufte. Blackstone? Brian Blackstone. Schüler Brian gelang als jüngstem Schüler überhaupt ein Teleportationszauber. Er teleportierte sich 20 Meter in die Luft und stürzte in den Tod. Was für ein Erfolg. Burneson. Burneson. Ah, Burneson. Toll. Okay. Burneson von der Hochwindsee brachte den Südflügel der Schule durch einen Nieser zum Einsturz. Okay, ein Troll kann auch ein Magier werden. Lockenhabicht. Daniel A. Lockenhabicht. Schüler Lockenhabicht beschwor einen magischen Wald und ward seitdem nicht mehr gesehen. Disaster. Disaster. Der Schüler Disaster kam bei einer verheerenden Explosion in der Nähe eines Kamins ums Leben. Sein letzter Aufsatz von der Entwicklung meines Furzspruchs wird seinen Hinterbliebenen übergeben. Frog. Elmar Frog. Elmars Vater, der königliche Henker, bat uns, die Schulakte seines Sohnes einsehen zu dürfen. Mit Elmar ist alles in Ordnung. Wirklich. Ganz toller Junge. Sieht aus, als wären hier ein paar Seiten rausgerissen worden. So, zurück. Was haben wir denn noch? Oh, nicht zu machen. Oh, FJ. Fof, wie Fofofof. Fluffy Fofofof. Verwandelte pures Gold in ein schmackhaftes Stück Brot
und widerlegte damit die alte Redensart, dass man Gold nicht essen könne. Granger. Heike Granger. Hexe Heike nutzt trotz mehrfacher Verwarnungen den schuleigenen Palantir für Ferngespräche. Sillybottom. Friederike Sillybottom. Friederike Sillybottom hat beim Stadtrat eine Namensänderung beantragt. Sie wird ab sofort als Friederika Sillybottom geführt. Ja. Thunderflash. Ingemar Thunderflash. Trotz mehrfachem Nachfragen will uns der Schüler Ingemar seinen echten Nachnamen nicht nennen. Niemand heißt Thunderflash. Green Gnome. Yoda Grün Gnome. Gute magische Fähigkeiten, aber fürchterliche Grammatik. Oh, schön, dass es in diesem Spiel auch wieder ein paar Anspielungen gibt. So, KBSO. Lennart, der Akademiker. Lennart, der Akademiker, Zauberer mit Köpfchen an den Knöpfen, brach mehr Hirne als Herzen. Zuletzt sein eigenes, was ihm eine Zelle in der Irrenanstalt von Arkhamstein einbrachte. Könnte es Leonard Hofstetter sein? The Levin from the Hills. Levin von den Hügeln. Begabter Feuer- und Wassermagier. Leider löschen sich seine Talente gegenseitig aus, sodass er als einer der unfähigsten Magier seines Jahrgangs gelten muss. Was makes Marcel makes a lot. Schüler Marcel beschwört große, haarige Säugetiere und weigert sich, damit aufzuhören. Marco Tittenfurz. Marco benutzt absichtlich Wörter wie Sacknaht, Drecksack und Tittenfurz, weil er glaubt, mir wäre es zu peinlich, sie hier niederzuschreiben. So, Mushroom. Mario Mushroom. Mario springt anderen Leuten auf die Köpfe, zündet sie an und nennt das Ganze gewaltlos. Okay. Mark aus den Südlanden. Lord Mark aus den Südlanden kokelte gestern mehrere Lehrer an und überflutete die Turnhalle. Schon wieder. Möwi van Hein. Möwi van Hein verwandelte das Schulschaf in einen Affen, obwohl der Bibliothekar ausdrücklich keine Affen in der Schule erlaubt. Omadon Mudillo. Omadon wurde der Schule verwiesen. Es stellte sich heraus, dass er ein Armadillo in einer Pinguinverkleidung mit einem Schild war, auf dem Mu stand. Das ist mehr als seltsam. Das sind die Leute bekloppt auf der Schule. Oder waren? Pepistee. So, Papa the Great. Papa der Große. Papa der Große, einziger Schüler dieser Akademie, dessen Breite seine Höhe übersteigt, erhielt heute seinen Abschluss. Er wird uns fehlen. Percy Smith. Percy Smith. Der Schüler Percy Smith hat während des Lauftrainings in einem Abfalleimer eine Stinkbombe explodieren lassen. Die Schüler liefen nie schneller. Schüler Smith erhält eine Auszeichnung. Peter? Peter. Troll. Die Jägergilde hat uns gebeten, einen neuen Hausmeister zu suchen. Das Schnarchen und Schmatzen des mürrischen Trolls Peter vertreibe die Wildtiere im Umkreis von Meilen. René Beetle. René behauptet, mit einer gewissen Lucy in einem Himmel voller Diamanten gewesen zu sein. Mädchenbesuche sind in dieser Schule streng untersagt. Pilze ebenso. Russell, der Untote. Russell, der Untote. Der untote Zauberer Russell häutet sich ohne Unterlass. Es liegen zahlreiche Beschwerden des Putzpersonals vor. Sascha Schalles Omelette. Sascha Schalles Hukulatsch. Dieser Eintrag wurde nur hinzugefügt, um jemandem, der ihn laut vorlesen muss, das Leben schwer zu machen. Sorry. Hey, das ist nicht nett. Was haben wir noch? Serena Derbmancer? Serena Derbmancer. Serena entdeckte durch Zufall eine neue Art der Magie. Ein zweiter, davon völlig unabhängiger Zufall sorgte für die Zerstörung des Labors.
Speedster? Speedster? Dokument nicht gefunden. Meinen Sie vielleicht Speedster oder Speedstar? Oh, Flash. Terragor Biratan. Terragor verlor das heutige Bogenschießen, da er seinen Bogen in die falsche Richtung abfeuerte. Wir haben seiner Familie Blumen geschickt. Toby Corner. Toby von der Corner. Runde Sprüche? Mangelhaft. Eckige Sprüche? Gut. So, und dann gehen wir zu den letzten Einträgen. U bis Z. Oh, nichts. Okay. Das war's. Dann gucken wir uns mal den Direktor an. Ja, schau. Ob er auch für die Schule arbeitet? Auf seine Art? Oder geht es ihm nur darum, der Ratsvorsitzenden einen Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen? Ja, reden wir mit ihm. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben, nein, brauchen wir nicht. Warum haben Sie viele Zettel auf Ihrem Schreibtisch ein kleines Loch? Warum haben so viele Zettel auf Ihrem Schreibtisch ein kleines Loch in der Mitte? Warum haben so viele der Zettel auf Ihrem Schreibtisch ein Loch in der Mitte? Das ist die Luftpost. Man steckt die Nachricht auf den Schnabel der Brieftauben. Kein optimales Verfahren. Erstens hat man zwangsweise Löcher in Papier und zweitens fliegen die Tauben laufend gegen Felswände. Hm, ich glaube, dafür gäbe es eine einfache Lösung. So? Man könnte die Briefe einfach direkt auf die Tauben schreiben. Solange es weiße Tauben sind und man schwarze Tinte benutzt, müsste der Text gut zu erkennen sein. Hm, kein schlechter Gedanke. Nur macht das die Archivierung schwieriger. Man könnte auch die Nachricht an den Beinen heften. Aktenpflege scheint ein gemeinsames Hobby von uns zu sein. Ich habe einen Zauberspruch-Schnellhefter. Ihnen scheinen Akten sehr wichtig zu sein. Ordnung ist sehr wichtig. Akten sind ein Werkzeug dafür. Ich habe einen Zauberspruch-Schnellhefter. Löblich. Vielleicht können Sie dann hiermit etwas anfangen? Zaubersprüche haben in meinen Akten nichts zu suchen. Archivieren Sie ihn, Herr Kollege. Gern. Jawohl, wird gemacht. Und zum Schluss noch, dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Nur zu. So, was hat er uns gegeben jetzt? Betrachtet den Zauberspruch. Ein Zauberspruch. Jemand hat an den Rand eine Notiz geschrieben. Direktor Pinkerton. Dieser Zauberspruch kursiert momentan in der Schule. Er öffnet Laschen, Knoten, Schleifen und dergleichen. Es gibt fast keinen Schüler oder Lehrer mehr in der Schule, der hochgezogene Hosen vorzuweisen hat. Wir müssen dem dringend Einhalt geben. Wie es scheint, lässt sich Magie nicht nur für ernsthafte Dinge einsetzen. Was steht hier? Oh nein, das können wir verbinden. So vielleicht? Nein? So? Nein? Oh, die Buchseitenmesser. Automatisierungszauber und der Feenzauber. Okay. Was haben wir hier noch? Betrachtet den Schaukasten. Ein Schaukasten, der die Erfolge von Schülern dieser Schule dokumentiert. Einige Sporttrophäen, Bilder von erschlagenen Drachen, Schüler vor qualmenden Töpfen. Besonders stolz scheint man auf einen Pokal zu sein, den man bei einem Besenballturnier gewonnen hat. Quidditch. Besenball hieß ursprünglich anders. Es wurde auf fliegenden Besen mit 6 geflügelten Bällen gespielt. Aber dann gab es Urheberrechtsbedenken. Deswegen ist es heute wie Fußball, nur dass jeder Spieler einen Besen auf den Rücken geschnallt hat. Öffne den Schaukasten. Der Schaukasten lässt sich nicht ohne weiteres öffnen. Er ist mit einem Schloss gesichert. Ach. Das wollte ich. Kann man das knacken? Nein. Geht dieser Zauberspruch? Ja. Ich glaube nicht, dass das geht. Der Zauber öffnet Schlaufen, Laschen, Haken und Ösen. Solche Sachen. Aber versuchen kann ich es ja. Ja, mach mal. Wie vermutet, es gibt sicherlich einen anderen Zauber, der Schlösser öffnet. Na gut. Was haben wir hier noch? Betrachte den Blasebalg. Ein schöner Blasebalg. Damit kann man ein Feuer ordentlich anfachen. Ich habe zu Hause oft den Blasebalg bedient, wenn Opa, Papa oder meine Schwester etwas schmieden wollten. Du bist der wichtigste Gnom bei dieser Angelegenheit, haben sie dann oft gesagt.
Kamin-Netzwerkplan steht auf dem Blatt. Es zeigt zahlreiche dicke, schwarze Punkte, die mit Linien verbunden sind. Über jedem der Punkte steht ein Name. Seefelds Magierturm Eingangshalle, Postkutschenstation, Fuchsbau und viele mehr. Unter den Punkten sind jeweils drei Tiersymbole zu finden. Davon habe ich gehört. Zauberer benutzen ein Pulver, um durch das Feuer von einem Kamin zu einem anderen zu reisen. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Kamin. Er muss im Kaminnetzwerk sein. Und dieser Plan zeigt an, welche Kamine miteinander verbunden sind. Vielleicht mit der Bibliothek? Einer der Punkte wurde mit schwarzer Tinte eingekreist. Seefels, Zaubererschule, Lehrerzimmer. Das ist dieser Kamin. Es führen ein paar Linien von hier weg. Selbst hier im Gebäude scheint es noch zwei weitere verbundene Kamine zu geben. Seefels, Zaubererschule, Astronomikon und... Hey! Seefels, Zaubererschule, Bibliothek. Wenn dieser Kamin mit dem Kamin der Bibliothek verbunden ist, kann ich sie durch ihn vielleicht erreichen. Ja, und wie geht das mit dem Kamin? Ein schönes Feuer und etwas Kaminreisepulver und dieser Kamin könnte mein Zugang zur Bibliothek sein. Gut, ein Feuerholz. Ein ordentlicher Stapel Feuerholz. Mehr als genug, um ein anständiges Feuer zu machen. Okay, und rein da. Es ist sehr kalt hier. Ich mache mal ein kleines Feuer, in Ordnung? Haben Sie etwa vor, Schuleigentum zu verbrennen? Nein, ich... Hier liegt Feuerholz. Ja, und es gehört der Schule. Oh, sicher. Na gut, wir haben auch noch Bretter, gehen die? Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor Wetterquarz. Nein, es sind nur ein paar alte Bretter, es ist absolut nötig. Nein. Nein? Nein? Naja... Ist es Schuleigentum oder nicht? Was geht es auch nicht? was haben wir noch? Das haben wir. Das muss die beste Uhr der Welt sein. Die meisten haben nur zwei oder drei Zeiger. Die da hat mindestens 10. Noch was? Ich weiß nicht genau, was das Instrument mir sagen will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur die Zeit anzeigt. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ich wünschte, ich könnte ewig hier bleiben. Hoffentlich nicht. Und Papier sparen. Oh, wie hübsch. Ein aus einem Blatt Papier gefalteter Schwan. Das ist Origami, eine alte elfische Kunstform. Das zwergische Wort für diese Kunstform bedeutet so viel wie Spitzohren bauen Staubfänger aus Papier, weil sie mit Steinen nicht umgehen können. Könnt ihr es nehmen? Hey, das ist nicht irgendein Blatt. Das ist doch... Tut mir leid, Schwan. Tatsächlich. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Wie viel brauche ich jetzt noch? Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Na gut, ist hier noch irgendetwas? Hier ist nichts mehr. Das kann ich nicht öffnen. Sagt er beim Kamin noch irgendwas anderes? Ein schönes Feuer und etwas... Nein, sag er nicht. Okay. Na schön, dann war's das wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer könnt ihr mir bitte Kommentare da lassen oder ein Like. Ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.